seid ihr ja. Willkommen bei Sagenhafter Harz. Heute auf der Domburg im Hagel. Ich suche hier nach der Eule, der Tuturse, die als große Waldohreule gebannt sitzen soll. Ihre Geschichte aber ist jene. Weib! Weib! Dein Dörr, dein Teufelsbraten, das hat wieder manche Teufelei getan. Lieber Mann, was ist denn nun schon wieder? Fragte die Bäuerin in einem thüringischen Bauernhof südlich des Harzes. Oh, dein Mädchen, ich weiß es, denn deine Urgroßmutter hängt noch dem alten Glauben an. Sie ruft nach den Vögeln. Und die Vögel, die kommen und reden mit ihr. Die Raben und die Eulen, nur wegen dir, Weib, und deinem alten Götzenglauben. Morgen bringen wir sie ins Kloster. Ja, und so war es dann auch. Ursula hieß das Mädchen, wurde am nächsten Tag schon zu den Nonnen in einem Kloster im Südharz gegeben. Aber mit ihr war es nicht richtig. Wenn sie sang, dann klang das so fürchterlich, dass die Nonnen sich bei der Messe die Ohren zuhielten und es die Teufelsvögel anlockte. Ja, 100 Raben kreisten über dem Kloster und schrien Kra, 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 wenn sie sangen. Tuturse wurde sie genannt, wegen ihrer furchtbar krächzenden Stimme. Die Tuturse, die Tuturse, die Tuturse. Aber als Tuturse noch dazu erzählte, dass sie mit den Kräutern sprechen konnte und mit den Vögeln spricht, wenn sie sie ruft, da ward sie in eine Kammer des Klosters gesperrt und lebte dort 3 Jahre, 3 lichte Monde und 3 triste Tage, bei Dunkelheit mit Wasser und Brot. Manches Mal hörte man sie noch krächzen. Und die Nonnen sagten, gut, jetzt wo sie endlich gestorben ist, da wird es vielleicht stiller um unser Kloster. Aber nichts da. Die Raben wurden mehr und mehr und krächzten, kra, 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 immer nur weiter. Und die Tuturse, die schrie des Nachts in den Gemäuern, dass einem Angst und Bange ward. Endlich sagte die Äbtissin, nein, wir holen einen Geisterbanner in unser Kloster. Der kam, sprach in einer Vollmondnacht ein Gebet und verwandelte Tuturse in eine Eule. Diese Eule bannte er in die Domburg vom Hagel, wo ihr Geist noch heute sitzen soll. Mit dem wilden Hagelberg fliegt sie in den wilden Nächten über den Harz und wehe, ihr seht sie und guckt ihr in die Augen. Wehe, ihr hört ihr Gekrächze, ihr fürchterliches Gekrächze. Dann seid ihr des Todes, sagt man. Wollt ihr dennoch rausgehen in den Nächten und am Leben bleiben, dann gibt es halt nur eine Wahl. Ich muss die Tuturse finden, befrieden und ins Lichte bringen. Und ich bin gespannt, ob es mir heute gelingt. Drückt uns einfach die Daumen. Und wenn ihr mehr Sagen lesen wollt vom sagenhaften Harz, dann guckt mal in unsere Bücher. Sagenhaftes Halberstadt und sagenhaftes Ballenstedt. Da werdet ihr noch mehr Sagen von der Domburg im Hagel finden. Habt ihr sie gehört? Das Krächzen, ich höre es! Irgendwo muss sie doch sein!
bis ganz bald.